Jungle Taster.com's Tasting 2148. It's the Antipasti mix from a company, no, from a label called Saladinettes, which is like legal stuff. And of course, they say it's Italian way. Antipasti is Italian. Everybody knows this. Okay, they're all leaves. I can see them. And like some sort of cheese. I hope no goat cheese. I dislike goat cheese. Checking out. Yeah, green olives. Half dried tomatoes. It says just soft cheese cubes. Don't specify the animal. Probably cow. I hope it's cow. So protein 6.9. Fat. Fat is the apocalypse 22.3, yeah. So it's basically fat. It's a fat mix which reminds a little bit on vegetables. It's not vegetables with fat, it's fat with vegetables. So let's do it. Why is there only two black olives? Alright. Ah, we have a mini battle. Green olives versus black olives. Let's go for it. Look gorgeous, doesn't it? Like shining the fat. You can see the camera now. If you look closely, you can see the camera. So I think I go for the green one first. Is there anything inside? I have to do what I have to do always, cutting. Yeah, I may just use the fork now. So here we go. This is all live from the inside. Looks kind of ugly from the inside. Yeah, and I think, the others are not so important. So I'm eating a green one. It's unbelievably bitter. I have to shake myself. It's unbelievably nasty. Alright. So I see some cheese now. The cheese is fine. Some tomato. Tomato is excellent. And now the black one. I hope that black one doesn't disappoint me like the green one. Now come to me. Gotcha. Alright. And the black one tastes like furniture. For me personally, like, it's a displeasure, especially the green thing in Sierra Failure. The only thing I really appreciate are the tomatoes. I have a similar dish, just red tomatoes, and may check it out tomorrow. But the other stuff doesn't blow me away, so for me it's a fail. Yeah, please report if you have tasted a dish like this and you genuinely loved it. Otherwise, nothing more to say here. The party is over. So, das war der Antipasti-Mix, Saladinettes, Lidl. Und ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen unerfahren auch. Und ja, ich habe jetzt mir einfach die grüne Olive so reingestopft, ohne alles. Ich glaube, das ist noch haltbar. Ja, ich gucke jetzt nur aufs MHD, ja, bis 4.4. ist haltbar. Und auf alle Fälle, das ist reines Fett so. Das ist Fett mit Gemüse quasi.
Ja, anders kann man das nicht sagen. Also brutalst so. Ja, Fett ist mehr als alles andere aufsummiert, sagt schon viel aus so. Was wirklich mag, sind diese Tomaten, diese halb getrockneten, eingelegten Tomaten. Die finde ich gut. Da hätte ich, glaube ich, auch noch eine Packung im Kühlschrank stehen. Ich glaube, habe ich auch schon mal verkostet, Tomaten. Also diese grünen Oliven, also sowas, also das war jetzt, ich war kurz vorm Spucken. Also, das war schon ein schwieriger Moment für mich. Innen drinnen sehen die auch gar nicht mal so attraktiv aus. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, da ist so ein Kern oder so. Okay, ja. Und schwarzen Oliven gehen, haben dann aber so ein, ja, also schwarzlich Essig, da hatte ich mir jetzt vorgewarnt. Und die schwarzen Oliven haben aber dann so eine Art, ich nenne das scherzhaften Möbelgeschmack. Probiere es nochmal, um es etwas nochmal vielleicht mich delikater ausdrücken zu können. Der Geschmack ist dichter. Also charakteristisch. Das sind auch keine guten Geschmacksbeschreibungen. Ne? Manchmal. Ja, es schmeckt so, als wäre es lange am Baum gewachsen. So. Oder solche Assoziationen kommen. Also wenn man das isst, kommen so Assoziationen mit dem Olivenbaum. Ja. Die Tomate. Tomate schmeckt einfach nur lecker. Fruchtig. Ja, vielleicht die Haut etwas störend, aber was will man machen? Na, und der Käse, haben die jetzt nur Weichkäsewürfel gesagt. Also kein Ziegenkäse. Ziegenkäse habe ich auch schon verkostet. Das war das mit eins der schlimmsten auch. Ja, wahrscheinlich Kuhkäse. Ganz normal. Ja. Aber wie seid ihr da drauf? Esst ihr auch die grünen Oliven? Esst ihr das gerade wegen der grünen Oliven? Ja. Da gibt es da nicht solche Olivenschaschliks, wo dann am Stock ganz viele Oliven dann. Ich weiß, also ich traue mich nicht nochmal eine zweite zu essen. Das ist unglaublich bitter. Säuerlich und bitter. Beides gleichzeitig. Okay, das war's soweit. Oder esst ihr gar keine Antipasti? Das ist natürlich jetzt wirklich für. Das muss ich sagen, das ist eher. Es geht eher in Richtung Fettsucht. Also hier gibt es eigentlich. Also Fett ist ja der Träger des Geschmacks. Aber direkt Sachen dann in Fett einzulegen, geht etwas zu weit, würde ich sagen. Aber nun ja, so ist es nun mal. Wird auch gekauft. Danke fürs Zusehen.